Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit dem Voucher und mit dem Alderle. Den hat man eigentlich gerade schon gesehen, hätte ich gerade umschalten müssen, ne? So Leute, die restlichen Tiere bringen wir jetzt gleich noch rüber. Ich habe die nochmal richtig hingestellt. Der Yuti fehlt immer noch, den müssen wir hierher bringen. Ich will nur ganz kurz einmal schauen, wie weit jetzt tatsächlich unser Ei drüben ist. Wir hatten ja ein Ei nachgelegt. Das machen wir eben. Dann müssen wir die Dung Beetles rüberbringen heute in die Großküche. Und von dort aus dann entsprechend würde ich auch den Teleporter in der Großküche versetzen, dass der da oben mal rauskommt. Weil wir werden teilweise da Sachen hin und her und so weiter schieben, denke ich mal, wo das einfach Sinn macht, wenn der nicht oben im letzten Eckle ist. Jetzt hat das Ding das Ei eingesammelt wieder. Ist doch schon wieder klar, ne? Ist doch schon wieder klar. Hundertprozentig, ne? Da wird es nichts mit dem Timer. Ey, wo ist mein Anki? Hier. Hier ist das Ei. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Hat man schon mal. Manchmal geht es, manchmal nicht. Pick only eggs. Pick both. Filter. Pick large poop only. Pick all poop types. Collector verschlossen. Manchmal geht es ja, manchmal geht es nicht. Es kann jetzt natürlich auch sein. Weißt du was? Ich lege den mal jetzt hier hinten hin, ausnahmsweise, dass er ein bisschen weiter weg ist vom Collector. Nochmal mit O raus. Ich meine, es hat ja auch einen klaren Vorteil. Wir haben heute definitiv noch 16 Minuten Zeit, Leute. Er sammelt es mal auf jeden Fall im Moment nicht ein, ne? Ja, das passt schon. Also, pass mal auf, das muss ich mal ganz grob merken. Ich würde mal sagen, 15 Minuten ab jetzt, wenn hier 16 draufsteht, dann gehen wir los. Hier die Tiere sind soweit alles klar. Das Schwein muss ich kontrollieren, ob das noch da ist. Aber warum sollte das weg sein? Bei uns kommt doch nichts weg, außer Items, ne? Wenn der Mod mal wieder sich updatet. Wo war denn der Stein? Hier. Hier. Ist da jetzt irgendwas gerade? Ne, sind die Rechse, die machen einfach ein bisschen Lärm. So Leute, passt Wunderbärle. Auf geht's, weiter geht's. Ich möchte heute tatsächlich hier die Dung Beetles weg haben und die Fässer. Insgesamt möchte ich 6 Fässer hier haben, dass eine Ebene vom Brauhaus schon mal belegt ist. Ne? So, pass auf, du willst auch mit rüber, weil dich brauche ich zum Fliegen. Du setzt dich mal hier ab. Ich weiß, es ist blöd, weil ich jetzt gleich hier runterfliege. Ja, das war klar. Ich probiere es immer wieder, manchmal klappt's, aber eher selten. Wir teleportieren uns wieder in den Canyon. Die Ankylosaurier müssen zusammen sein, die Dödis sind dann drüben. Ah, so langsam wird's, Leute. Dann haben wir später das Chaos beseitigt, wir haben aufgeräumt und da freue ich mich wirklich, dass wir das jetzt angehen. Ist der Yuti noch da eigentlich? Angry Bird Yuti, ja, der ist noch da. So, pass auf, meine Lieben. Weiter geht's. Im Aufräumen der Tiere sind wir stark. Schnappen wir uns den ersten, jawohl. Rüber zu deinen Kollegen. Ach, schade, dass der Schatten hier, ne? Gerade eben dachte ich, es wäre schön hell. Ein Ankylosaurier ist tatsächlich auch schon hier. Machen wir die Fackel, dann sehen wir ein bisschen was. Setz den hier hin. Sehr schön. Kurz mal absteigen, ich muss die anders aufbauen. Guck mal, die Dödis, weißt du? Wir haben echt jetzt hier einen Haufen Tiere, Leute. Dödbert, willst du der Anführer der Truppe sein? Ich meine, ich kann dich zum Teamleiter machen hier. Dann bist du jetzt Teamleiter? Da grunzen sie schon. Ich weiß nicht, ob das heißt, wir sind zufrieden mit der Wahl. Ich bin mir nicht sicher. So. Ja, dann machen wir nochmal den Rückwärtsgang rein, mein Freund. Und hier nochmal ganz knapp so. Dann stehen die so ein bisschen zusammen. Das mag ich. Der Blaue ist natürlich auch integriert, auch wenn er ein sehr kleines Tier ist, Leute. Dann haben wir hier die Ankylosaurier. Sind halt alles unsere Handwerkstiere, die hier schwer schuftend sind, ne? Die hier richtig schweres Zeug ranfarmen müssen. Ich freue mich total, dass wir das gerade mal. Jetzt muss ich mittlerweile sagen, finde ich es ganz gut, dass es passiert ist, was passiert ist. Ich habe nämlich echt einfach nur tierisch Spaß schon wieder. Sehr schön, so muss es sein. Gutes Spiel. Auch gutes Spiel kann ja nichts dafür, wenn man sich Mods lädt, ne, die dann irgendwie durchticken. So, mein Freund, du kommst auch noch rüber. Ein Nachwuchs an Ankylosaurier ist auf dem Weg. Dann haben wir 4 Stück davon. Wir haben auf jeden Fall 4 Dödis. Ah, Leute, das wird. Das wird. Jetzt pass auf, ich habe nämlich immer noch vor. Müsste genau passen, oder? Was haben wir gemacht? Ja, schön. Schön. Truppe, Handwerker. Hier geht's noch richtig ab, Leute. Pass auf. Pass auf. Es gibt verschiedene Dinge, die wir bauen müssen. 200 Metall. Ist aber komisch, dass es genau auf 200 aufgegangen ist. Wie sieht's hier drin aus? Pass mal auf, Leute. Pass mal auf. Wir gehen mal in Strukturen rein. Ich zeig's euch. Nee, das ist es nicht. Doch, kochen. Hier müsste es normalerweise... Was ist denn das hier? Der Industriegrill wird drüben aufgebaut, aber ich glaube, das ist das nächste, was ich bauen will für die Küche. Und da brauchen wir halt Zement, wir brauchen Öl, wir brauchen Polymer. Polymer können wir farmen, wir brauchen aber einen Haufen Metall. Das heißt, wir müssen auch Metall farmen. Würde ich aber ans Ende der Folge heute hängen. Seid ihr überhaupt da? Habe ich euch zugeschalten? Donnerstagsrunde, Leute, morgen ist schon wieder fast Wochenende. Ja, Freitag zählt als Wochenende, ne? So, pass auf, wir sind noch im Umräumen der Tiere. Eins nach dem anderen.
Wir dürfen nur die Schnecken nicht vergessen komplett. 2, 3 Tage halten die aber auch locker aus, ne? Okay, pass auf, Leute. Die Nutztiere, die Handwerkstiere, die Bauarbeitertiere, die sind jetzt hier, wo sie sein sollen. Stegos bleiben hier, Spinos bleiben hier. Die 2 Sornies lassen wir hier. Unser kleiner Otter und der Cheboa, die sind auch hier ansässig. Den Yuti muss ich jetzt rüberschleifen. In den Redwood. Der sollte nämlich eigentlich rüber zur Rex-Armee schon längst. So, Alter, ich stell dich mal direkt hier drauf, ne? Bist du fit? Bist du bereit dafür, heute die Kollegen kennenzulernen? Ich weiß, die sind ein bisschen mächtiger wie du von der Größe und so, aber du wirst denen schon sagen, wo es lang geht. Er wird nämlich tatsächlich der Capo sein von der Truppe. So, Leute. Dann haben wir das schon mal aufgeräumt. Dann passt das schon mal. Ich würde sagen, wir machen das jetzt auch fertig. Egal, ob es eine Runde kostet oder nicht, aber dann haben wir wieder einen Überblick, ne? Zurück in den Redwood. Kombibau haben wir Gott sei Dank nicht allzu viel aufzuräumen. Da müssen wir nur ein bisschen Fleisch nachlegen und halt die Kombis praktisch versorgen. Ja, Alter, ich bring dich zu Fuß rüber, glaub mal's. Oder? Doch, den bringen wir jetzt zu Fuß rüber. Ich nehme den Agi einfach auf Folgen und ich laufe mit dem persönlich rüber, ohne Fackel. So, mein Lieber, du kannst gleich ein bisschen Fleisch für die Kollegen holen. Hier zum Beispiel mit diesem Hirsch. Ja, hol ihn dir, hol ihn dir. Hol ihn dir, den Hirsch. Alter, kriegst du den Hirsch nicht platt doch? Manchmal weiß ich nicht, so ist auch besser kämpfen, oder? Diggerle, was haben wir jetzt hier für einen Hirsch? Bestimmt einen 150er, oder? 145, war klar. So, Fleisch hat er geholt. Sehr schön, lade ich gleich um. La, 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 la. Grüß Gott, meine Freunde. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich den jetzt kegelförmig hier so hinstelle. Und. Ja, Leute, ist das der absolute Wahnsinn? Ja, sie werden dich lieben, mein Freund. Sie werden dich lieben. Kurzer Moment, ich muss sie zum Schwein vorbringen. Die zwei sind nämlich mehr oder weniger die Kommandanten dieses ganzen Geschehens hier. So. Hast du gut gebrüllt? Gut gebrüllt ist halb gewonnen, mein Freund. Yeah. Müssen wir natürlich noch skillen und so weiter. Hier, Alterle. Weißt du was? Du bist doch. Ne, du bist ein Weibchen. Machen wir aber jetzt auch gleich. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich eine Namensänderung vornehmen muss. Die Fiomia sind ja keine Schweine und ich habe meine Gurktaler-Namen. Ihr wisst, was ich meine. Das machen wir jetzt hier gleich. Ich werde hier bei Options. Alter, wo sind deine Optionen? Einstellungen, Ernten, Verhalten, Befehlsgruppe, Inventar öffnen, passive Heilung, Reiten, Ernten. Liebes Schweinchen, hast du kein Optionsmenü für Namensvergabe? Kreatur zur Gruppe hinzufügen. Leute, kann ich hier keinen Namen vergeben? Reiten, passive Heilung aktivieren, Inventar öffnen, ist klar. Kann ich dem einen Namen vergeben? Befehlsgruppe ändern, Verhalten, Befehle aktivieren, ändern, Spieler. Ey, sag mal, bin ich jetzt blind? Ihr wisst, was ich meine, was ich suche, ja? Ich glaube, ich kann dem keinen Namen geben. Oh Leute, fehlt hier was? Ist es ein Bug oder ist es tatsächlich so? Dann bleibst du erstmal so namenslos. Ich gucke mir es nachher dann stark. Vielleicht habe ich es einfach nur schon wieder nicht gesehen. Das kennt man ja auch von mir, ne? Jetzt pass auf. Der Vogel müsste irgendwo hier rumsitzen. Wo habe ich den Agi abgesetzt? Der war doch gerade hier und dann habe ich doch gesagt, Agi, bleib mal da. Und dann ist doch der. Wo ist unser Agi, Leute? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Kann natürlich sein, dass er ein Stückle vorgeflogen ist. Flitzi, Megatherium, Urzeit-Yoda, Rexi. Sieht jemand den Agi? Da vorne steht er. Da hat er sich hingesetzt. Da hat er sich hingesetzt. Aber, kurzer Moment. War noch irgendwas? Das Ei können wir nochmal kurz prüfen, ob das noch da liegt. Hier sind halt aber auch richtig mächtig große Tiere unterwegs, ne? In dem Eck. Ja, ist halt so. Dafür ist der Redwood halt, ne? So, Leute, das Ei ist noch da. 7 Minuten 23. Dann, wie gesagt, bei 16 müssen wir drauf achten. So, ich fahre mal ein ganz kleines bisschen den Speed raus. Wir haben tatsächlich die Armee aufgestockt heute. Uns fehlen natürlich noch 2 Tiere, ein Schwein. Männliches Schwein, was? Ich gehe mal gucken. Dann merke ich mir das auch irgendwann mal. So. Ja. Ihr braucht euch nicht verneigen. Der Alterle ist zwar euer Chef, aber auch euer Bruder. So, pass auf. Hier, wir brauchen ein männliches Schwein und einen weiblichen Yuti. Richtig, so rum war es. Hat er nur gekackt. Ich dachte, er hat ein Ei gelegt. Super, Leute. Dann haben wir schon wieder ganz, ganz viel geschafft, finde ich. Weil das gehört zum Chaos beseitigen und zum Umräumen einfach dazu, ne? Bei denen ist alles soweit klar. Die Futtertröge hier sind gut gefüllt. Wir haben die Fiomias schon weggebracht. Jetzt geht's an die Dung Beetles.
Jetzt geht's an die Dung Beetles. Pass mal auf, wir machen das folgendermaßen. Moment. Kurzer Moment. Wir haben ja 6 Fässer pro Ebene. Ein Fass steht. Wir brauchen noch ein zweites, beziehungsweise noch 5 weitere. Hier ist eins, das will ich schon die ganze Zeit abbauen. Weil das ist ja ein Eck. Das muss ja hier nicht sein, ne? Guck mal, da ist sogar ein Bierliquid übrig. Ne, ist keins übrig, hä? Flüssigkeit, Rohstoff. Kann ich das nicht ausräumen? Da steht, was ich brauche. Flüssigkeit, Bierflüssigkeit. Wieso kann ich Bierflüssigkeit jetzt hier nicht rausnehmen? Möglicherweise ist da auch schon wieder irgendwas verrutscht. Oder das geht einfach grundsätzlich nicht. B, B, B. Hier kann ich auch nicht. Ball aus erst... Was? Ball aus erstatten? Gas? Ist das nicht Evaporation? Ich baue es jetzt ab halt. Muss ich mal gucken, ob da noch was übrig bleibt. E. Aufheben. Barrel. Dann machen wir hier... Würde ich sagen, aufheben. Wir nehmen alles raus, Leute, dass nichts kaputt geht, was wir dann noch übrig haben. Es ist keine Tasche hier gespawnt, ne? Wo praktisch jetzt das Ding drin wäre. Sammelt keinen Stein, Alter, ne? Bau einfach nur ab, bitte. So, meine Lieben. Ja, das passt schon. Bis wir praktisch die Woche durch haben, ist hier alles super und ein bisschen ordentlicher wie vorher. Ein bisschen organisierter. Siehst du, haben wir wieder was abgebaut. Am liebsten würde ich jetzt auch sogar schon so weit gehen, dass wir hier das Dach draufzimmern gleich. So, meine Lieben. Richtig, richtig. Wir brauchen Samen zum Einpflanzen. Pass mal auf, wir wildern mal hier kurz durch, der Alter, oder nicht? Müsste ja normalerweise dann was dabei sein, oder? Nee, dann muss ich es mit den Tieren machen. Digga, welches Tier hat denn letztes Mal so viel Samen gefahren? Weißt du das noch? Ich glaube, die Biber, gell? Ich glaube, mit den Bibern haben wir da Glück gehabt. Probieren wir einfach mal aus. Irgendwann merke ich mir das sicherlich... Samen. Hier lese ich ganz viel von Samen, weil wir brauchen halt hauptsächlich Bärensamen. Ich will hier gar keine anderen Pflanzen mehr hinsetzen, Leute. Wir bauen uns ein schönes Gewächshaus in den Highlands, ne? Hier geht es tatsächlich darum, dass wir Bären haben fürs Bier. Bierbären. Bierbären vom Biber. Vom Biber gefarmte Bierbären. Das könnte man fast zu einem Zungenbrecher umbauen. Der Bär da hinten passt ein bisschen auf, ne? Wieso spawnt denn hier nichts mehr, Alter? Kartoffelsaat. Jetzt habe ich gerade Kartoffelsalat gelesen und kriege direkt Kohldampf. Ihr kriegt direkt Kohldampf. Und weißt du was, wenn du schon hier unterwegs bist, Alter, dann nimm gleich ein bisschen Holz mit. Jo. Dann haben wir schon mal ein bisschen Holz vorne drin. Kann nicht schaden, Leute. Ich will mich nur nicht überladen, so dass wir noch heimlaufen können zusammen. Perfekt. So. Dann bauen wir jetzt das Fass rüber. Und wir haben, glaube ich, Metall besorgt beim letzten Mal, Leute, weil wir brauchen noch 4 weitere Fässer. Und ich glaube, Zement hat gefehlt. Da müssen wir mal kurz abfliegen. Biberdämme. Vielleicht finden wir heute noch die Möglichkeit, alle 4 Fässer aufzustellen. Das wäre super. Würde mich total freuen. Aber jetzt gehen wir erstmal hoch. Jetzt gehen wir erstmal hoch und schauen, ob ich genug Samen habe. Ich würde sagen, wir machen Mechobärenbier, oder? Mechobärenbier. Wenn wir genug Samen haben. Zeig's mir. Ja, Leute. 2 Stück. 2 Stück. Wieso nur 2? Wieso nur 2? Wieso hast du nur von denen 2 Stück gefarmt, Alterle? Das taugt aber nicht wirklich viel. Ich muss noch mal kurz was gucken. Also ich glaube, mit den Bären bin ich doch besser gefahren, oder? So. Und die sind ja auch leer, oder? Ja, die sind auch so gut wie leer. So, Diggerle. Gib Gas. Ich weiß, dass du immer schneller wirst mit der Zeit. Spring. Spring. Er kann nicht springen. Er kann nicht springen. Hier saus mal durch. Ja, das geht doch einiges schneller. Das geht doch um... Da war ein Tier. Da war ein Tier, das nicht zu uns gehört. Moment mal. Wo habe ich jetzt der Viechle hier gesehen? So, Leute. Jetzt haben wir genug Samen. Damit können wir was anfangen. Wie viele Beete haben wir oben? Boah, ich glaube, wir haben mehr Beete. Ich gehe nochmal durch. Alles einsammeln. Alles ein... Das mit dem Bär macht ja schon tierisch Laune, ne? Der ist total schnell, Leute. Jetzt bist du hängen geblieben, ne? Ja. Scheiße, geil. Drüben werden wir dann übrigens auch Narkosemittel und Stimulantien und Backpulver, sage ich immer, ne? Insektenvernichtungsmittel herstellen, alles in der Großküche. Deswegen werde ich hier tatsächlich nichts anderes einpflanzen, Leute. Jetzt haben wir aber wirklich genug Samen. Mehr brauchen wir hier auch gar nicht. Wir können los. Danke, lieber Bär. Mit dem Bär war es jetzt tatsächlich schneller als mit dem Bibär. So. Der Bierbär, Biber. Auch schöne Namen, müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Jetzt pass auf, deswegen habe ich es eigentlich auch gemacht. 2 Dung Beetle kann ich auf einen Schlag. Das heißt, wir müssen tatsächlich nur 2-mal fliegen. Ja, das gehört dazu. Das machen wir. Was meinst du, wie stolz wir sind, wenn die nächste Woche die Folgen weitergehen, Leute, und wir sagen, hey, haben wir es super aufgeräumt, super das Chaos beseitigt.
Freue mich jetzt schon drauf. So, hier müsste nämlich jetzt schon mal das zweite Fass hinkommen. Ja. Swoop. Das müsste eigentlich jetzt auch Wasser angeschlossen haben, ne? Null bis jetzt. Jetzt hat es gerade umgeschalten. Wasserversorgung steht. Für Bierliquid brauchen wir tatsächlich jetzt Wasser. Haben wir. Stroh und Beeren. Was stand da? Was stand da? Bingelbier. Ist klar. Ist klar, aber ich glaube, das ist ein Witz, weil wir brauchen, egal welche Bären, macht es da was, ne? So, meine lieben Dungbeetles. Nochmal zur Erinnerung, Leute. Dungbeetles fressen doch verdorbenes Futter, ne? Ich bin mir nämlich da als manchmal gar nicht so sicher. Eine Mechobärde hinein. Ich hoffe, ich muss das Beet nicht neu. Ne, muss ich nicht. Hätte nämlich sein können, dass wir die vielleicht neu bestücken müssen. Also neu setzen. Scheint aber zu funktionieren, ne? Nur Mechobären kommen hier rein. Ist nur fürs Bier, Leute. Ich weiß, manche einer wird jetzt wahrscheinlich denken, hätte schon mal ein paar Karotten schon mal. Weißt du, die Schnecke und so, aber die überlebt. Wir haben einen lokalen Spielstand. Wir werden das priorisiert machen mit den kleinen professorischen Beeten drüben in den Highlands. Habe ich vor, weil ich will die Küche in Betrieb nehmen. So, und ich habe auch schon das erste Tier, das wir wahrscheinlich ranzähmen werden für unsere Kibbel, für unsere Prägekibbel, den Parasaurier. Weil das Kibbel vom Parasaurier ist nämlich zeitgleich. Ach, ich habe das Viechle oben drauf. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Weißt du was? Ich mache die von Hand runter. Genau, die Parasaurier-Kibbel, die sind einmal Prägekibbel und einmal sind es Kibbel für den Raptor. Und ich will ja eine Raptorzucht, also macht es Sinn, ne? Oh, Lego Mio. Digga, bis die da sind, pass mal auf. Ich will dich jetzt aber nicht ersaufen. Nein, wo fliegst du hin? Kurzer Moment, kurzer Moment. Du wartest hier mal eben, bis ich die Dungbeetles geholt habe, gell? Oh. Komm mal her, der zertrampelt dich sonst. Das ist wieder so eine... Genau, sowas hatten wir doch schon mal, dass er unbedingt hier rein muss, ne? Ist das nicht sogar der, Leute? Die Gorillas passen auf dich auf. So, ich hol die Dungbeetles. Ich hol die Dungbeetles roh. Ich hol die Dungbeetles roh. Entschuldigung. Kurz vergessen, dass ihr da seid, Leute. Dungbeetle Nummer 1. Ich lauf runter. Kann ich dich... Ja, von hier ist blöd. Von hier ist blöd. Ich will dich schon schmeißen, aber... Ich will dich nicht töten. Verstehst du? Guck mal, hier ist Wunderbärle. Und da ist auch der Vogel. Dann schmeiß ich dich hier vom Dach. Sehr schön. Und natürlich gleich stoppen. Sehr schön. Weiter geht's. Dungbeetles kommen rüber, haben wir gesagt. Ja, das müssen wir... Irgendwann hätten wir es eh machen müssen, ne? Irgendwann hätten wir es eh machen müssen. Und wir haben ja gesagt, offscreen wollen wir nicht. Wir machen es zusammen. Deswegen machen wir es jetzt. Bietet sich halt auch gerade an, ne? Seid ihr noch auf Folgen? Nö, wir haben es tatsächlich auch mitgekriegt, als ich umgepfiffen habe. Wahnsinn. So, meine Lieben, dann nochmal hier rum. Nein, hier ist raus. Farenga und Katzenga. Und bevor uns ein Tier stirbt, aufs Unachtsamkeit, zischen wir los. Super daneben gesprungen, Alter. Ich bin stolz auf dich. Kriegt das schon wieder die Schuld dabei? Macht er gar nichts, ne? Das hat nicht geklappt. Konnten wir nicht die Dungbeetles mit der Zehertagge? Offensichtlich nicht. Super. Ich dachte, die konnten wir mit der Zehattacke, Leute. Ja, ist nicht so schlimm. Einen kann ich ja so nehmen. Und einen kann der Argiland. Mr. Archiland. So, was haben wir gesagt? Die kommen in die Highlands, ne? Zur Großküche. Gott, ist das ein organisatorischer Aufwand hier. Wahnsinn. So, Alter, abbremsen. Daran nicht Benno vergessen, sonst wird er stinkig. So. Die zwei, einen haben wir noch drüben. Danke fürs Flügellüpfen, mein Freund. Oh, Leute. Ich hab's schon wieder verprallt. Ich hab's schon wieder verprallt. Irgendwo rennt jetzt hier ein Anki-Baby rum. Scheißenhaufen. Oh, ich muss gucken, wo der jetzt hin ist. Das Ei ist weg. Das Ei ist weg. Ich hör's laufen. Oder ist das Ei wieder eingesammelt worden? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Nee, das ist nicht eingesammelt. Der lebt. Ich weiß nur nicht, wo er lebt. Ich brauche gleich ein paar Beeren. Doch, da habe ich ihn gerade gesehen. Hier, oh Gott, ist der klein. Oh, ist der winzig. Gott, ist der winzig. Ich habe schon Gänsehaut wieder, Leute. Nicht schlagen jetzt. Und er hat diese weißen Stacheln vom Papa oder von der Mama. Jo, geil, geil. Hier, Alter, gerade noch gerettet, das Ärschle. Wieder eins, wo alleine rumlaufen musst. Hier ist der Wahnsinn. Verhalten, wandern, deaktivieren und entfolgen. Leute, sind die putzig. Oh, der gefällt mir aber.
Du bist aber ein Süßer. Du bist echt ein Süßer. Alter, da muss man mal kurz hüpfen. Guck mal, ist der winzig. Vielleicht wirkt er jetzt aber auch nur gerade so winzig zwischen den Haxen hier. Das kann natürlich auch sein. Leute, ist das ein Mini, oder? Oh, ist das süß. Der gefällt mir. Der hat jetzt natürlich kein süß-knuffiges Gesicht, aber Leute, das ist nur eine Handvoll. Oh, lass mal deine Werte gucken, Alter. Du müsstest ja super. Guck mal, braun mit weißen Stacheln und schwarzen Spitzen. Schönes Tier. Lass mich mal reingucken. Ja, natürlich habe ich überhaupt nicht auf die Werte geachtet. Das ist auch wurscht. Wir brauchen einfach noch einen vierten, ne? Und ich wollte nachzüchten. Kann ich einen Häkle machen auf der Liste, Leute? Schön. Ja, alles klar, Digga. Willkommen in der Truppe. Bleibst du mal hier, da bist du gut beschützt. Ich muss mal das Ding einschalten. Nicht, dass ich da irgendwas falsch mache gerade. Zuwendung in einer Stunde 20. Werde ich wahrscheinlich auch wieder verpassen. Halb so wild. Wir haben ihn noch gefunden, Leute. Das läuft, ne? Gott, ist der winzig. Guck mal. Den siehst du gar nicht. Der ist nicht größer als ein Babykombi. Hammergeschichte. Super. Ja, jetzt habe ich wieder Dings, bin wieder aufgetankt, Leute. Jetzt bin ich wieder total dabei. Ich freue mich tierisch, dass wir das gerade in den Griff kriegen. Das Chaos. So. Benno, mein Freund. Ich hol kurz den anderen, ich hol dich gleich ab. Pass auf, du sitzt am Arsch vom Gorilla. Die können da was. Das wird dir nicht gefallen, Alterle. So, Stroh brauchen wir fürs Bier. Wir brauchen Beeren. Beeren haben wir angepflanzt. Und zwar komplette alle Beete. Lieber Dungbeetle, mein Freund. Komm mal mit runter zum Futterdroge. Wir testen mal kurz was. Lumlilum. Lumlilum. Ach, jetzt macht es auch noch Spaß, Leute. Für das, dass sie es uns versaut haben hier mit den Items. Ne? Sind wir doch gut unterwegs. So, mein Freund, pass mal auf. Ich zwirbel dich mal ganz eben hier hin. Scharwübbel und Katzübbel. Ich will was schauen. In die grünen Auen. Ja, nimm mal die rüber. Das müssen wir mal ganz kurz testen hier. Alterle hat Hunger. Ich habe schon. Wenn ich jetzt E drücke, Nahrung. 4, 2, 19. 4,30. Also die essen offensichtlich dieses vergammelte Fleisch wirklich, ne? Gut, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Jetzt muss ich mal eben was gucken. Wo wollte ich das gucken? Soll ich auch hier gucken? Kann ich die Samen darüber legen? Tatsächlich, dann haben wir sie beim nächsten Mal. Schöne Jerschichte. Alter hat Hunger. Gut, dann iss und trink. So, Leute, das war's gewesen. Das war's gewesen. Den schnapp ich mit dem Vogel. Den Benno muss ich noch mitnehmen. Perfekt. Dann haben wir wieder was fertig, weißt du? Am meisten freue ich mich natürlich jetzt dann irgendwann auf die Baurunde in den Highlands, wenn wir die Küche so langsam aufbauen. Da freue ich mich drauf. Müssen wir auch. Wir werden auch die Bienenstöcke wahrscheinlich hier abbauen. Die gehören meines Erachtens dann auch in die Gegend, wo wir kochen, ne? Also draußen schön irgendwo bei den Trikes. Die kommen nämlich raus wahrscheinlich. So, meine drei Dungbeetles. Hier, bitteschön. Jetzt pass auf. Wir haben noch Zeit. Wir haben vor allem unendlich viel Zeit, bis wir wieder prägen müssen. In der Hoffnung, dass es klappt vor allem. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Hier sind die Metalle. Hier sind die Metalle. Und ich müsste für die Bierfässer die Metalle hier reinlegen. Jetzt pass auf, Leute. Pass auf. Wir brauchen Bier. Hier ist das Bierfass. Wir brauchen für ein Bierfass 80. 160, 320, das passt. Wir brauchen 400 Zement und 2000 Holz. 400 Zement und 2000 Holz. Die holen wir jetzt. Ich will die Fässer bauen. Dann haben wir die erste Ebene vom Brauhaus. Weißt du, was ich meine? Wir machen ja gerade nicht nur die Sachen wieder gut, die verloren sind, sondern parallel dazu bauen wir auch gleich was auf. Das mache ich auch im Real Life übrigens, Leute. Wenn du irgendwas anfängst, was du wieder gut machen musst und parallel dazu noch was aufbaust, was Neues, dann hat man nachher nicht nur den Nullzustand wieder. Wisst ihr, was ich meine? Ist auch das Gleiche übrigens, ja, jetzt geht's zu tief, glaube ich. Ist auch immer geldmäßig was macht, ne? Wenn du Schulden hast, musst du gucken, dass du deine Schulden zahlst, aber parallel eine Kleinigkeit weglegen, sodass, wenn deine Schulden auf Null sind, dass du ein kleines Guthaben hast. Dann ist es ein ganz anderes Ding. Weißt du, wie ich meine? Gut, ich laber. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, ich bin so tierisch froh, dass wir das hier zusammen wieder in Ordnung kriegen gerade. Holz wollte ich holen. Ich bin ein Laberer. Ich bin ein Laberer. So, meine Lieben. Parenga mit der guten Axt ist das Ding auch gleich durch. Die ersten 1000 Holz haben wir. Vogel! Vogel! Hol mich ab, Vogel! Wie viel zu schwer bist du denn jetzt schon wieder? Ich wünsche mir, dass wir bald noch ein. Ich mache nochmal auf Gewicht dann. Ich mache nochmal auf Gewicht. Das kann raus hier. Das will ich nicht dabei haben unbedingt. Ein Zement. Das war jetzt gerade aber irgendwie. Hier, da war doch ein Fremdling. Sag mal, wenn deine Flügel mich erreichen. Ey, Angry Bird, Alter. Du könntest aber langsam laufen lernen. Angry! Jetzt habe ich den anderen hier weggeschmissen. Kurzer Moment. So, Leute. Pam, pam. Holz. Wie viel Holz haben wir? Wir brauchen nochmal 1000 Holz.
Dich nehme ich auf und der erste Vogel hat wieder seine Bestimmung. Ich hau nämlich jetzt alles hier rüber. Ich darf mir nur nicht leisten, einen anderen auszuwählen, ne? Das hier ist unsere Pike, die lassen wir auf jeden Fall mal. So Leute, weiter geht's. Wir brauchen noch 1000 Holz. Der hier bringt 1000. Und 400. 400 Zement? Ich habe mir das doch auch irgendwo mal rausgeschrieben gehabt. Ja, 400 Zement habe ich, glaube ich. Insgesamt. Also bis 1000 haue ich jetzt hier rein. Stopp. So. Nochmal. Nochmal. Perfekt, das reicht schon. Holz und so rüber. Stroh können wir natürlich dann gleich verteilen in die Bierfässer. So, jetzt brauchen wir nur noch Zement, Leute. Drückt die Daumen, dass wir hier irgendwo noch einen Biberdamm finden. Was war da vorne für ein Tier? Fliegen wir hier entlang. Wir müssen sowieso überall gucken. La, 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 la. Wir brauchen Biber. Was ist mit dir? Was ist denn mit dir, Alter? Die machen ja irgendwie, sind die total putzig. 140er, darf ich gar nicht direkt drüber nachdenken gerade. Ein 140er, Leute. Gab es hier Biberdämme auf dem Stück? Das weiß ich nicht mehr. Hier oben gab es eigentlich eher welche, gell? Wir fliegen nochmal hoch. Achtung, Achtung, Linksverkehr, Linksverkehr. Fletch. So, weiter geht's. Komm, das schaffen wir noch, Leute. Das schaffen wir noch. Ich will noch die 4 Fässer bauen. Dann haben wir drüben 6 Fässer. Ebene 1 ist damit erledigt. Dann müssen wir es noch befüllen. Das machen wir auch die Tage. Dann müssen wir morgen gucken. Das will ich auch morgen machen, auf jeden Fall, meine Lieben. Dass wir Sachen ranfarmen, die wir brauchen für die Großküche. Für eine zweite Schmiede. Ist eine Luxusschmiede. Ich will einfach getrennt Sprit basteln. Und ich weiß auch nicht, ich habe da so... Ja, ich kann das gar nicht erklären. Ich will es einfach trennen mit Schmieden. Aber die Chemiewerkbank, die bauen wir frühzeitig noch auf. Oder vorzeitig. Jetzt haben wir hier tatsächlich nicht einen Biberdamm gesehen. Möglicherweise sind wir einfach hier... Ich habe aber auch schon ewig keine Wildbiber mehr gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und die Dämme sind ja zum Teil auch im Dickicht gewesen, ne? Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die Katzen sich so aufhalten gerade. Scheiße, Alter. Ich dachte, wir kriegen hier 2, 3 Biberdämme geschwind, um an unser Zement zu kommen. Müssen wir jetzt echt zur Kombihöhle Zement holen? Ich gucke jetzt hier nochmal grob rum. Da hinten ist ein Busch. Nö, hier sind aber auch keine Bibers. Da hinten ist ein Terrorbird. Ab hier ist es gefährlich, ne? Ab hier können die Katzen uns runternagen. Die sind hier nämlich in dem Gebiet irgendwo. Ey Leute, wir haben nicht einen Biberdamm mehr hier. Das ist also schon irgendwie... Aber da ist, ne, ist ein Terrorbird. Das ist ein Terrorbird. Da hinten vielleicht einer irgendwo. Obsidian sehe ich genug. Obsidian. Ich fliege jetzt einfach mal hier so den... Ding entlang, vielleicht finden wir irgendwo einen. Da muss ich eh gleich gucken, dass ich zumindest auf einen Vogel hechten kann, wenn es eng wird. Nee. Wir hatten auf der anderen Seite von unserem Gebiet hier aber auch noch welche, ne? Hier musst du aufpassen. Hier können die Katzen sein, Alter, ne? In dem Gebiet bist du so gut wie nie. Keine Biber mehr, Leute. Scheiße. Das ist ja scheiße. Dann schaffen wir es heute auch nicht mit den Fässern. Dann machen wir das anders. Dann besorge ich drüben Zement. Dass wir das morgen dann halt machen, ne? Das sind die spontanen Ideen, die man so hat. Mal ganz kurz noch ein paar Biberdämme, gell? Und dann guckst du rum und da ist kein einziger Biberdamm mehr da. Da hinten ist ein Kanu. Aber ich gebe natürlich immer erst auf, wenn es vorbei ist. Das heißt, ich fliege jetzt hier die Runde noch fertig. Guck ein bisschen rechts, weil manchmal sind die doch auch außerhalb. Die sind nicht im Wasser immer, ne? Hier durch die Wurzel. Da links ist nix. Da ist eine Schnecke. Oh nee, hab ich nicht gesehen jetzt. Hab ich jetzt gar nicht gesehen, welches Level hat denn die Schnecke gehabt? Die war bestimmt klein, oder? Scheiße! So eine fette große Schnecke schon wieder. Hier haben wir das letzte Mal die Biberdämme aufgerissen. Kann sein, aber durch unsere Brauerei hier, ne? Durch unsere Brauerei an der Brauerei. Ne, keine Biberdämme mehr. Ich fliege das Stück jetzt entlang, Leute. Vorne, wenn wir am Eck sind, machen wir dann halt aus, wenn wir nichts finden. Und dann besorgen wir uns auf anderem Wege. Wir haben ja noch mehrere Biber-Spots drüben in den Highlands, im Canyon. Zwischen Canyon und Kombibau. Und ich habe auch ein bisschen drüben eingefüllt. Müssten eigentlich 400 sein. So als Alternative, falls was schief geht, dachte ich. Wir haben alle Biber dieser Welt verscheucht. Nur noch unsere Biber gibt es hier.
Das ist schon fast ein bisschen traurig, dass hier keine Wilden mehr sind. Keine Dämme. Natürlich kann auch sein, ich bin an 1000 Stück vorbeigeflogen. Hier haben wir Metall. Ne, meine Lieben. Also, dann geht's morgen weiter. Da mache ich an der Stelle jetzt tatsächlich Schluss. Wir landen nochmal bei unserem neuen Ankylosaurier, bei dem Mini-Anky, den wir da heute rausgezogen haben. Schön war das, total süß, der Kleine. Und morgen geht's dann hier ganz locker weiter. Ich will die Fässer bauen, dafür brauchen wir Zement, holen wir ran. Die Tiere sind soweit aufgeräumt, aber weißt du was wir machen? Bleibt mal noch kurz dran. Wir flatzen noch ganz kurz rüber, die Dungbeetle rüberbringen in unsere Großküche. Und es ist tatsächlich so, wo ist denn der kleine Mini? Hier ist er, oh ist der süß, aber so ein kleiner Butzelmutzel. Hast du noch genug Beeren? Brauchst du noch was? Ich könnte dir noch ein paar abgreifen hier irgendwo, gell? Nimm mal die Hälfte hier raus, weil ihr fresst ja eh vom Drogen, ne? Haben die jetzt alle? Boah, nee, ich gebe dir nochmal. Wir sind morgen eh nochmal hier, dann schauen wir nach ihm, ne? Also Leute, 1 Stunde 10 haben wir noch Zeit, bevor er tatsächlich wieder Zuwendung braucht. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Den kriegen wir bestimmt geprägt. Hier haben wir hier reingeschaut, Leute. Keine Dämme mehr. Dammit. Keine Dämme mehr. Hier ist aber soweit alles klar. Die Bienenstöcke kümmern wir ums Out rum. Wir bringen jetzt die Dungbeetle noch zusammen rüber. Diesmal ohne Vogel. Den lasse ich hier. Und dann sind die Tiere schon mal überall, wo sie sein sollen. Ne? Oh. Da ist der Terrorbird tatsächlich auch hier reingeglitscht gerade. Guck mal. Das liegt dran am Rendern, ne? Das haben wir nämlich tatsächlich die Tage. Ich gucke jetzt einfach mal, was mit dem ist, wenn ich außen einlogge. Dann sollte der wieder oben sitzen, nehme ich mal an, ne? Oder da unten durchglitschen. Na, guck mal, der hängt genau hier. Da könnte man ein Fundamentding hinbauen, dann kann da nichts mehr passieren, ne? Wir porten uns jetzt weg. Das liegt am Rendern. Das wurde auch geschrieben die Tage, dass die Tiere reingerendert werden und dann passiert sowas halt, ne? Wenn es genau in dem Übergangsmoment ist. Schade. Highland. Kombibau, ne, Highland. So, ihr drei. Den Kopf, den wollte ich auch noch umbauen. Ja. Der liegt noch oben, ja. Das machen wir jetzt auch noch. Das machen wir jetzt auch noch. Ich lasse den Benno noch mal ganz kurz hier. Schmeiß die Dungbeetles runter. Wenn ich euch hier schmeiß, klappt das dann? Wo will ich euch aber? Ich weiß gar nicht, wo ich euch hinhaben will. Ja, da ist doch super. Gefällt mir. Bumm, weg damit. Herrlich. Sehr schön, Leute. Dann haben wir da, die Organisation läuft. Also da sind wir schon richtig gut jetzt dabei. Nur nicht ins Wasser schmeißen, sonst ersaufen die nämlich. Den baue ich jetzt auch noch ab. Der muss runter. Weil hier oben, je nachdem, was wir mal hin und her schleifen, haben wir hier oben dann vielleicht einen Paraseer, der festklemmt. Und alle drei gut geschmissen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich fliege mal ganz kurz mit euch raus. Achso, geht ja gar nicht. Ich habe den Flieger nicht dabei. Ist wieder so typisch, ne? Ja, dann gehen wir halt kurz mit was anderem raus. Ich meine, für was haben wir denn die Tiere? Ich will mal gucken, wegen dem Gewächshaus sowas hinbauen, ne? So. Ja, sehr schön, sehr schön. Also, wir kommen praktisch später hier raus aus der Großküche. Dann will ich hier rechts im Bereich auf jeden Fall, werden wir wahrscheinlich einzäunen. Die Trikes sollen hier gemütlich unterwegs sein. Da drüben möchte ich die Bienenstöcke irgendwo verschachtelt verstecken. Und dann können wir gucken. Ne, da oben will ich die Gewächshäuser nicht. Es soll schon hier alles an Ort und Stelle sein. Hoffentlich bauen wir sie hier rein. Das müssen ja keine riesen Gewächshäuser werden, ne? Hier ist es recht ruhig. Jetzt mal hier gucken. Hier können wir zum Beispiel, wenn wir wollen, auch was aufbauen. Das wäre mal schon wieder zu weit vom Schuss. Lauf doch mal hoch, dann sehen wir es besser. Ja, gib alles. Gib alles und noch viel mehr. Du bist ein Alu. Der Bergsteiger-Alu. Hier oben dachte ich eigentlich, dass eine glatte Stelle vielleicht ist. Ist es nicht. Dann können wir das vergessen. Ich wollte es nämlich tatsächlich überlegen, hier oben hin zu basteln. Doch da hinten, den Weg kämen wir dann hier hoch bis hierher. Entschuldigung. Hier könnten wir, aber das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht. Das wird zu mini. Dann würde ich fast sagen, wir werden hier vorne wahrscheinlich eine Absperrung machen auf der linken Seite. Ich leuchte mal kurz rüber. Bis ungefähr zu dem Stein. Hier dann ein kleines Eingangstor in dem Bereich. Dann werden hier die Bienenstöcke sein. Ich schätze mal da vorne die 2 Trikes, ein kleiner Zaun. Und hier werden wir dann das Gewächshaus hinbauen in dem Bereich, Leute. Huch. Irgendwo hier. Schauen wir uns nochmal ganz in Ruhe an, würde ich sagen, ne? Oh, Alter, das war... Ich sag nichts.
bis wir sterben das nächste Mal. So, meine Lieben, damit hat sich's für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Morgen haben wir Freitagsfolge. Wir steigen ein ins Wochenende, machen natürlich hier an unserem neu gewonnenen Flow weiter. Ich würde sagen, morgen sind die Bierfässer auf jeden Fall dran. Wir werden Metall farmen müssen, damit wir an Material kommen. Wenn ich drüben nicht genug Zement durchlaufen habe lassen bis morgen, Leute, dann flitzen wir kurz über den Kombibau zu den Bibern und holen uns ein bisschen Zement dran. Bei euch ist alles klar. Liegt es daran, dass ich euch so blöd geschmissen habe, dass ihr nicht so richtig? Ich muss sie mal kurz nachziehen noch. Ich komme schon wieder nicht aus dem Spiel raus. Ey, Alterle. Komm mal her, ich will euch schon recht nah hier drüben eigentlich haben. Ah, das ist das Geländer hier, ne? Also praktisch die Materialien hier, da klitschen die so ein bisschen rein immer. Guck mal, die Truppe, ne? Ist der Hammer. So, ist gut, hier könnt ihr bleiben. Meine Lieben, bis morgen 17 Uhr zur Daily Dosis bin ich wieder da. Ich freue mich auf euch. Bis dann.